Willkommen zu einem weiteren Video in der Mikrotik-Serie. In diesem kümmern wir uns um Bridges, zu Deutsch Brücken. Was ist eine Bridge? Eine Bridge ist eine Brücke, um mehrere physikalische oder virtuelle Anschlüsse in einem Router zu vereinen. Eine Bridge ist grob gesagt ein virtueller Switch, welcher die verschiedenen Interfaces vereint. Der Vorteil einer Bridge ist es, Konfigurationen zu übergeben, welche dann automatisch auf alle daran angeschlossenen Ports übertragen werden. So muss ich zum Beispiel für die Verwendung eines VLANs auf mehreren Interfaces nur eine Bridge erstellen, dort das VLAN drauf anlegen und alle gewünschten Interfaces mit der Bridge verbinden. Dadurch muss ich das VLAN nicht auf jedem einzelnen Interface anlegen. Das spart Zeit. Ändert sich zum Beispiel das VLAN, muss ich nur die Konfiguration der Bridge anpassen und schon sind alle verbundenen Interfaces umgestellt. Eigentlich ziemlich praktisch. An einigen Stellen werden wir auf das Problem stoßen, dass wir zum Beispiel nur ein einziges Interface parametrieren können, obwohl wir das auf mehreren Interfaces gerne machen möchten. Als gutes Beispiel kann man hier den DHCP-Server nehmen. Dieser lässt sich nur auf ein Interface legen. Glücklicherweise können wir statt normale Interfaces auch Bridges definieren. So können wir dem DHCP-Server einfach eine Bridge mitgeben und dann verteilt er automatisch IPs auf die gewünschten Ports. Hier in diesem Video werden wir uns zwei Bridges anlegen, welche für zwei VLANs anschließend zur Verfügung stehen. Ein VLAN mit diversen Ports für mein Heimnetzwerk und ein VLAN mit ein oder zwei Ports für das Gäste-WLAN oder eine Bastel-DMZ. Die VLAN-Konfiguration nehmen wir aber in einem anderen Video vor. Hier geht es erstmal um Bridges. Bridges sind sehr schnell eingerichtet. Wir haben hier über die Winbox die Möglichkeit, eben Bridge anzudrücken. Und dann haben wir hier das ganze Konfigurationsfenster. Hier können wir uns eine neue Bridge eben anlegen, indem wir hier auf das Plus-Symbol drücken. Und dann können wir hier einen Namen vergeben. Ich benenne das Ganze jetzt einfach mal BridgeLAN. Ihr könnt das Ganze so benennen, wie ihr möchtet. Ich drücke dann einfach auf Apply und dann bestätige ich das Ganze nochmal mit OK. Weitere Konfigurationen müssen wir hier erstmal nicht vornehmen. Wir sehen dann hier, die Bridge ist aktiv und kann nun verwendet werden. Wir gehen jetzt auf Ports und weisen der Bridge jetzt unsere Netzwerkports zu, also unsere Interfaces. Dazu gehen wir hier auf das Plus. Und sagen dann, wir hätten hier gerne das Interface 2 hier in meinem Fall. Und das soll jetzt zur Bridge LAN hinzugefügt werden. Ich habe jetzt hier auch keine weiteren aktuell zur Auswahl. Die weiteren Einstellungen, die es hier gibt, die können wir mal so lassen. Auch wichtig, wenn wir hier Hardware Offload andrücken, dann wird unsere Hardware verwendet, soweit sie das eben tatsächlich unterstützt. Und dementsprechend haben wir mehr Leistung. Wenn der Haken hier setzbar ist, gerne setzen. Mehr Power ist immer gut. Wir drücken dann hier auf Apply. Und schon haben wir unser Ethernet 2 Port eben zur Bridge LAN hinzugefügt. Das Ganze können wir jetzt auch wiederholen mit zum Beispiel dem Port 3. Soll auch hier hinzugefügt werden. Apply. Okay. Perfekt. Die anderen beiden Ports, die jetzt noch zur Verfügung stehen, möchte ich ja gerne zu einer neuen Bridge hinzufügen. Dazu gehe ich einfach hin, sage hier Bridge, füge mir nochmal eine hinzu, nenne die dann eben Bridge Gast zum Beispiel, bestätige das Ganze wieder, habe mir eine Bridge angelegt, hole dann hier wieder die Ports her, drücke auf Plus und sage dann hier Ethernet 5 gehört jetzt zu Bridge Gast. Apply, okay. Und das Ganze noch für Ethernet 5. Gast, Apply, okay. So, jetzt habe ich alle meine Interfaces, die eben in meinem LAN zur Verfügung stehen, einer Bridge zugewiesen. Das Einzige, was wir jetzt noch abändern müssten, wäre zum Beispiel der DHCP-Server. Denn der verteilt jetzt fleißig IP-Adressen auf einem direkten Interface, nicht auf einer Bridge. Das Problem jetzt hierbei wäre, wir hatten in einem anderen Tutorial-Video auf Ethernet 3 den zweiten DHCP-Server eingerichtet. Die würden sich jetzt theoretisch bekriegen können. Deswegen ändern wir das Ganze noch ab. Wir gehen noch kurz auf IP, DHCP-Server, DHCP. Und dann sehen wir hier rot, oh oh, Panik, schlecht. Deswegen passen wir das Ganze an, einfach einen Doppelklick
Wir haben jetzt hier zuerst den DMZ-DHCP-Server. Den füge ich jetzt einfach dem Gästebereich zu. Also wähle ich hier bei Interfaces jetzt nicht Ethernet 3 aus, sondern jetzt habe ich hier meine Bridge zur Verfügung. Und ich sage jetzt hier einfach, nutze Bridge Guest. Drücke dann auf Apply. Bestätige das Ganze nochmal. Gut, der ist jetzt auch auf Rot. Sollte sich gleich ändern. Wir ändern das hier noch. Für den LAN-Bereich wählen wir hier Bridge LAN aus. Apply. Okay. Gut, der ist jetzt schon mal wieder auf Schwarz gegangen. Sprich, der läuft. Der hier hat jetzt noch ein Problem. Achso, der ist jetzt noch auf ungültig, weil wir müssen noch kurz hier bei IP die IP-Adresse vom Router anpassen. Hier sagen wir nämlich jetzt noch kurz, die 13.1 ist nicht auf Ethernet 2 erreichbar, sondern auf Bridge LAN. Und für die 14.1 gilt dasselbe. Hier sind wir nicht bei Ethernet 3 unterwegs, sondern jetzt bei Bridge Guest. Apply, okay. Und schon wird das Ganze hier wieder schwarz. Und damit haben wir alles erfolgreich eingerichtet. So, wir können jetzt ab sofort eine Bridge nutzen, um weitere Konfigurationen vorzunehmen und dementsprechend gleich mehrere Sachen auf einmal übernehmen zu lassen. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst das Däumchen nach oben da, hinterlasst ein Abo, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Und empfehle natürlich den kleinen Kanal inklusive dieses Video an deine Freunde weiter, falls die auch dabei sind, einen MikroTik-Router einzurichten. Bis dahin, viel Spaß bei der Umsetzung und hau rein!